Hallo, guten Tag, meine lieben Menschen da draußen. So, jetzt kommen wir mal zur nächsten Kartenlegung. Ich habe jetzt wieder Internet. Da geht das wieder. Allerdings bin ich ein bisschen von den letzten Ereignissen ein bisschen angeschlagen. Jo, heute fragen wir mal die Ahnen. Ne? Botschaft der Ahnen, der lichtvollen Ahnen. Ne? Im Namen Gottes. Ich rufe hier aus Raum und Zeit die lichtvollen Ahnen unserer Vergangenheit. Hört mein Rufen, hört mein Flehen, musst mich heute wiedersehen. Überquer die große Schwelle, kehr zurück zu deiner Quelle. Ich danke dir im Namen Gottes. Amen. So, da habe ich mal die Secret Key Cards von der Nadine Breitenstein, die Tarot von der Angelina Schulze und habe mal die Krafttiere von Joe Roland. Ne? Ja, gucken wir mal, ne? Was haben unsere Ahnen uns denn zu sagen, ne? Ich weiß nicht, ob du es hören willst und ob es dich auch gibt. Ich weiß nicht, ob so ein Gott auch Menschen wie mich liebt, ausgestoßen und geächtet. Gehören wir nicht dazu? Doch ich sehe in deinen Augen, ausgestoßen warst auch du. Gott, deine Kinder flehen dich an. Zeige die Gnade, die sie nie gekannt. Sie brauchen die Kraft, diese Welt zu verstehen. Gott, deine Kinder, sie wollen dich sehen. Gott, deine Kinder von der Kelly Family aus dem Klöckner von Notre Dame. Im Namen Gottes. Was wollen die Ahnen dir denn sagen? Ne? Die wissen ja schon ein bisschen mehr. Ja, jo, du sollst ein bisschen handeln wie Königin der Schwerter, ne? Besonders toxischen Leuten gegenüber oder negativen Leuten gegenüber, kühl, distanziert, ne? Ja, intelligent handeln, ne? Cool, offen und unabhängig sein. Das kann aber auch sein, dass du mit einer Ex-Partnerin oder einem Ex-Partner, ich rede ja mal aus der Sicht einer Frau, Männer bitte rumdrehen, zu tun hast. Sehr schwierige Personen, ne? Zwilling, Waage, Wassermann, aber muss nicht unbedingt sein. Das kann auch ein anderes Sternzeichen sein. Ne? Sorg für Klarheit in Entscheidungen und durchdenke alles gut. Ne? So, die versteckten Einflüsse. Ja, du setzt so der Ritter der Münzen. Er steht immer so für neue Chancen und alles. Ne? Auf Vertrautes und Bewährtes. Ne? Du wirst auch mit Fleiß und Ausdauer was erreichen. Ne? Hier kommt es zu einer stabilen Entwicklung und zu einer neuen Festigkeit. Ne? Vielleicht hast du mal als sensible Person gesagt, das langt dir jetzt, ne? Und dein Schwert erhoben. Ne? Ja, das kann sein, dass du eine Liebe hast, wo Vertrautheit herrscht, Treue, Sinnigkeit und Beständigkeit für die, die wo es nicht haben und toxische Partner haben. Oder hatten, kommt das jetzt auf dich zu. Ne? Im Namen Gottes. Was wollen dir die anderen denn noch sagen? Jo, hier geht's rein. Ne? 10 Münzen. Ne? Das ist die Karte für Geldangelegenheiten, aber dafür, dass auch alles besser wird. Ne? Ja. Erkenne deinen inneren und äußeren Reichtum und wertschätze und genieße es. Du gehst in Erfolgssicherheit, ne? Lass dich überall von deinen Instinkten leiten. Es kann sein, dass du dir einen neuen Partner wünschst, weil du vielleicht einen Partner hast, ne? Schwierige Person, wo auch das Finanzielle nicht gesichert ist, ne? Hier kommt was Neues. Familiengründung, Stabilität, Erfüllung, glücklich, du baust dein Nest. Im Namen Gottes findest du eventuell auch einen sicheren Arbeitsplatz und gute Projekte, ne? Ja.
Erfüllung, das ist doch schon mal gut, ne? Im Namen Gottes. Was wollen deine Ahnen denn noch sagen? Ich bin heute ein bisschen drücklich im Kopf, ne? Muss aufpassen, dass mir der Kopf da nicht auf den Tisch aufknallt. Jo, die Herrscherin, das bist du, ne? Also hier entwickelt sich etwas gut, was du selber dran gearbeitet hast, ne? Du bist sehr kreativ, kümmerst dich liebevoll um etwas oder um andere, ne? Es geht darum, dass du wieder Vertrauen ins Leben fasst, ne? Es kann sein, dass du hier eine Liebe kennenlernst, ne? Die wo aufblüht, wo du auch finanziell abgesichert bist, ne? Und wächst, ne? Dass du in Geborgenheit gehst, ne? Jemand, der wohl zum Beispiel mit toxischen Leuten zu tun hat, ne? Der hat keine Liebe, der hat keine Geborgenheit, da fühlst du dich nicht sicher, da ist kein Vertrauen, ja, da ist eigentlich gar nichts, da ist alles nur Scheiße, ne? Ja. Beruflich dann kreative Aufgaben, ne? Es geht darum, dass jetzt Wachstum auf dich zukommt, ne? Ja. Weil du schöne Dinge gesät hast, ne? Ja. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Was wollen die Ahnen noch sagen? Sieben Schwerter. Ja, du hast es hier mit jemandem zu tun. Jemand, der wo kalt ist, ne? Situationen, Gesprächen aus dem Weg geht, abhaut, ne? Sich dünne macht, ne? Sich vor der Verantwortung dann drückt und dir alles auflädt, Tricks anwendet, betrügt und belügt, ne? Das macht er bei dir und macht das auch bei jedem anderen, ne? Es kann sein, dass du mit so jemandem verheiratet bist, Beziehung hast, ne? Ja. Sehr verlogen, die gehen auf fremd, hauen ab, Erklärung, ne? Beruflich kann da auch Betrug und Intrige herrschen, Drückebergerei, ne? Jemand, der wohl sich aus der Verantwortung stiehlt, also ist das jemand, der wohl toxisch ist, ne? So, du gehst aber da rein, ne? Glück. Du wirst jemand Neuen kennenlernen, ne? Und diese Leute werden ihr Karma kriegen, ne? Glück in der Liebe wirst du endlich mal haben, ne? Neuen Kelche. Glück, gute Zeit, ne? Wo du was erreichst, durch diese Leute erreichst du ja nichts, ne? Eine Phase des Wohlbefindens kommt auf dich zu, ne? Was auch ist, wenn man zu lange mit toxischen Leuten zu tun hat, ne? Dann wirst du traumatisiert, ne? Und irgendwann wehrt sich dein Körper, da wirst du krank, ne? Jo, und das bleibt ja so, ne? Ja, deswegen willst du da auch raus. Keiner will in Scheiße hocken bleiben, ne? Ja, vielleicht findest du jemand Neuen, ne? Wo du gemeinsame Projekte hast, Grund zum Feiern, ne? Ja, hier geht's auch wieder um die Erfüllung, Zeitangabe, 9 Wochen. Ja, das wäre dann wohl was, ne? So, jetzt hol ich mir die nächsten Karten. Was wollen deine Ahnen dir noch sagen? Du hast das auch verdient, wenn du ein guter Mensch bist, ne? Und immer in negativen Sachen da gehockt hast, ne? Die Bösen, die zehren ja von den Guten, die kriegen ja selbst nichts auf die Reihe, ne? Die machen eigentlich alles nur kaputt, ne? So, und du hast halt immer verdient, dass du in neuen Kelche gehst, ne? Kristallschädel, oh! Jetzt greift die Urenergie Gottes ein, die kosmische Energie, ne? Ein neues Zeitalter wird kommen, ne? Ja, die Inkas, die Mayas und die Azteken, die haben ja schon einige Dinge da vorhergesagt, ne? Und auch die Hopi-Indianer, ne? Da existieren ja Prophezeiungen, da könnt ihr euch vielleicht mal informieren, ne? Also hier greift Gott ein, ne? Im Namen Gottes. Ja, gerade so bei den sensiblen, gutmütigen Leuten, ne? Die leiden unter gebrochenem Herzen, ne? Liebeskummer unter Herzlosigkeit, ne? Also hier hast du es mit jemandem zu tun, eventuell in deinem Umfeld, in der Familie, in der Partnerschaft, egal wo jetzt, vielleicht auch im Außen, ne? Wo der dein Herz gebrochen hat, wo er herzlos ist. Und da greift jetzt Gott ein, ne? Im Namen Gottes. Was wollen deine Ahnen dir noch sagen? Moment. Rumgefallen. Oh, deine Zwillingsflamme kommt auf dich zu. Ja, hoffentlich bald, ne? Also manchmal glaube ich, also ein paar von euch haben wir ja schon drunter geschrieben, hoffentlich gehen die Sachen mal bald in Erfüllung. Ja, das sehe ich genauso.
Der Zwillingspartner scheint irgendwie einen Umweg da über andere Planetensysteme zu machen. Ne? Hier wird eine feste Partnerschaft eingegangen auf freundschaftliche Liebe. Ein Liebespartner soll ja auch gleichzeitig ein bester Freund sein. Ne? Ja, jo. Wo ihr gleich seid, ne? Also Seelenverband. Ne? Ein neuer Weggefährte betritt dein Leben und das fällt bei inneren und äußeren Reichtum. Ne? Ja. Im Namen Gottes. Was ist denn noch so, was die Ahnen so sagen wollen? Ja, jedes Töpfchen findet sein Deckelchen, jeder Mann findet seine Frau. Ja, Liebe, da kriegst du endlich mal Anerkennung. Also hier kommt Liebe auf dich zu, die Rose, ne? Hier will dich jemand beschützen, hier verehrt dich jemand. Hier wirst du jemanden kennenlernen, wo tiefe Verbundenheit herrscht, ne? Und wo deine, die Herzlosigkeit, die wo du immer ausgesetzt warst, halt eben heilt, ne? Ja. Im Namen Gottes. Was wollte deine Ahnen dir denn noch sagen? Langsame Nachrichten. Ja, so kommt es dich vor, ne? Ja, hier kommt irgendwie gar nichts. Du hast so den Eindruck, es ist alles so im Stillstand, ne? Jo. Du musst, bei allem musst du mehrfach nachfragen, hängst in der Warteschleife, wirst vielleicht ignoriert, das macht ja auch nur diese toxischen Leute, ne? Ja, Spinnenweben schon, ne? Das dauert ja ein bisschen, bis die da gesponnen sind, ne? Im Namen Gottes, vielleicht möchtest du auch umziehen, ne? Du möchtest deine Koffer packen, alles hinter dir lassen, ein neues soziales Umfeld suchen, ne? Vielleicht wechselst du tatsächlich den Wohnort. Hier ist noch einer rausgefallen. Ja, hier hast du mit einem karmischen Seelenpartner zu tun, ne? Ja, heißt immer. Aber es gibt keine Seelenpartner, mit dem, wo du nur Konflikte hast, Lernaufgaben, ne? Jo, so, die wo nicht reif sind, ungelöste Past-Life-Beziehungen, das ist alles in meinen Augen Quatsch, ne? Seelenpartner sind immer die, die wo richtig gut zu dir passen, die wo mit dir in dieselbe Richtung gucken und sowas steht dir auch zu, ne? Ja. Und Karma, ne? Wenn dir jemand irgendetwas antut, ne? Ja, karmischer Seelenpartner. Also ein karmischer Seelenpartner ist eigentlich der wo gut zu dir passt, ne? Und wo mit dir in dieselbe Richtung guckt, ne? Und der kommt jetzt auf dich zu, ne? Nicht jemand, der wo dich wie eine toxische Person bekämpft oder kaputt machen will, ne? Ja, genau. Im Namen Gottes, was wollen deine Ahnen dir noch sagen? Jo, vertraue auf den Augenblick. So, wenn du viel negative Dinge erlebt hast, dann fällt dir das natürlich schwer. Aber öffne deinen Blick, wage leicht und mühelos den Sprung ins Unbekannte. So, das bedeutet, du kriegst wahrscheinlich Möglichkeiten, ne? Vertraue deiner feinfühligen, sensitiven, hellsichtigen Eingebung vielleicht, ne? Hier steht ein neuer Entwicklungsschritt bevor und dein neues Leben, ne? Im Namen Gottes. Der goldene Segenstrom und die göttliche Gnade werden dir endlich mal zuteil, ne? Da wird's auch Zeit, ne? Reinigung und Umwandlung stehen an, ne? Im Namen Gottes. Dass du mal aus deinem Leid da rauskommst, ne? Weil dein Herz ist gebrochen. Ja, vielleicht hattest du viel toxische Beziehungen, schon toxische Familie, toxische Arbeitgeber vielleicht dann noch, ne? Ja. Ziehe dich zurück und schmiede dein Glück abseits der ausgetretenen Pfade. In deinem Innern wird ein Licht neu geboren und handle schlau. Hier habe ich den Fuchs, ne? Ja. Genau. Im Namen Gottes. Was wollen deine Ahnen dir noch sagen? Orientierung. Aha, Fledermaus, hier könnte was über Nacht passieren. Neue ungewöhnliche Wege tun sich auf, ne? Besinne dich auf dich selbst und das, was du dir wünschst und du willst, ne? Und hör nicht drauf, was andere sagen, ne? Beziehe die Kraft deiner Ahnen mit ein, passt ja, ne? Ich habe ja die Ahnen gefragt,
so im Namen Gottes, was wollen die Ahnen dir noch sagen? Ja, dass du auf dich gucken sollst, ne? Du hast Weisheit in dir, ne? Ja, und beobachte deine Feinde genau. Du bist viel schlauer als die, ne? Opfer müssen ja auch immer stärker sein von Toxischen, ne? Also was mir mal aufgefallen ist, ne? Ich bin zum Beispiel schon sehr lange krank, ne? Durch negative, toxische Leute, ne? So, wir müssen ja viel aushalten können, ne? Sind trotzdem immer noch positiv, ne? So, und wenn diese toxischen Leute was an sich kriegen, da jaulen die und jammern die schon darum, ne? Ja. So, handel du weise. Außerdem kann hier auch was über Nacht passieren. Beobachte mal alles ganz genau. Dein Schicksal soll sich erfüllen, dein Karma, ne? Schicksalshafte Menschen sollen deinen Weg kreuzen. Im Moment kann es sein, dass du in einer Krise bist oder in einer Krise warst, ne? Wo du dich als Opfer fühlst, ne? Jo, aber jetzt kommt schicksalshaftes Glück auf dich zu, ne? So, was sollen deine Ahnen dir noch sagen? Im Namen Gottes. Egal, ich war in der Zeit nicht hinterher, was ich jetzt hab, ist so viel mehr, denn ich hab dich. Das alles ist mir nur passiert, damit du mein Herz berührst. Ich hoffe, das können bald viele sagen, im Namen Gottes. Jo, also, du hast hier toxische Leute um dich rum, definitiv, ne? Jemand, der wohl über Leiche geht, wo wie ein Hackebeil das Leben saust, wo dich mit toxischen Verhaltensweisen, toxischen Worten oder gar toxischen Taten vergiftet, ne? Also jemand, der wo eigentlich, sag immer, seelenlos zu denen, das sind ja leere menschliche Hüllen, die haben keine Liebe in sich, ne? So, die wo wie Hackebeile durchs Leben laufen, so, das schäumt deine Gefühle hoch, da bist du stinksauer mittlerweile, ne? Ja, jemand, der wo versucht, mit dir den Affen zu machen, ne? Wo dich verarscht vielleicht, ne? Jo, aber du willst wieder in deine Leichtigkeit, ne? Ja, du denkst viel an die Vergangenheit, hier habe ich den Futterapparat, ne? Wo alles noch schöner und besser war, denkst vielleicht daran, ach, hätte ich dieser Person nur aus dem Weg gehen können, wäre mir nur dies oder das aufgefallen, ne? Außerdem fühlst du dich irgendwie falsch in dieser Zeit, ne? Das kann man auch nachvollziehen, weil man merkt ja, dass der Egoismus und die Kälte so immer mehr um sich greift. Ne? Fühlt sich irgendwie ein bisschen am falschen Ort und denkst so sehnsuchtsvoll an die Vergangenheit. Ne? Im Namen Gottes. Was wollen deine Ahnen dir noch sagen? Na, gucken wir mal. Ja, dass du beschützt bist von der... nein, du bist ein schöner Schwan. Ne? Da fällt mir immer die Geschichte vom hässlichen Entlein ein, ne? Da fiel ja das Ei von dem Schwan fiel ja bei einer Entenfamilie ins Nest, ne? So, und das die ganze Familie hat nicht erkannt, wie schön dieses Entchen ist, ne? Und hat es verscholten, schlecht behandelt und am Schluss noch fortgejagt, ne? So, also du bist dieser schöne Schwan, ne? Du fühlst dich aber, weil du nirgends anerkannt wirst, fühlst du dich halt eben wie ein hässliches Entlein, ne? Das müsst ihr euch mal die Geschichte angucken, das Märchen, ne? Am Schluss findet das hässliche Entlein dann seine wahre Familie, ne? Eine Schwanenfamilie und wird selbst zum Schwan, ne? Ja, die Liebe wird dich treffen. Ich hab den Eiffelturm, ne? Paris ist ja die Stadt der Liebe, ne? So, eventuell triffst du die auch am Meer, ne? Hier habe ich den Seestern. Ja? Oder an einem Gewässer. So, du kriegst auch einen Weckruf, ne? Ja? Dass du halt eben den richtigen Weg findest, ne? Wie das hessische Entlein halt eben erkannt hat, dass es ein schöner Schwan ist, kriegst du auch einen Weckruf, ne? Gehst in deine Selbstständigkeit, die Katze, hast auch deinen eigenen Kopf, ne? In die Selbstliebe sowieso.
und wirst die Liebe deines Lebens treffen. Ne? Außerdem wird dir Gott sagen und die Ahnen, dass sie dich lieben. So, jetzt höre ich noch einmal diese. Was wollen die Ahnen dir noch sagen im Namen Gottes? Ja, es könnte ein König der Stäbe oder Königin der Stäbe auf dich zukommen, ne? Ja, jemand, Widderschütze, Löwe eventuell. Oder du bist das selbst, ne? Mutig, unternehmungslustig, selbstbewusst, ne? Ja, stellt sich deinen Herausforderungen. Vielleicht kriegst du es aber auch in Liebe und Beruf mit so einer Person zu tun. Ein Chef oder du machst dich selbstständig, ne? Ja, Bruder, Freund, ne? Ja. Kann aber auch ein neuer Mensch in deinem Leben sein, ne? So, jetzt höre ich auf, jetzt kommen immer wieder so, wo sich das so im Kreis herumdreht. Jo, jetzt singe ich mal noch da, die Strophe da weiter. Gott, ich verlange gar nichts für mich, doch ich kenne so viele, viel ärmer als ich. Hungrig, verachtet, gehasst, schikaniert. Hast du vergessen, wir hängen an dir. Ich weiß nicht, ob dein Segen für alle Menschen gilt, doch erlaube mir die Frage, Gott sage, wer soll das ertragen? Gott, deine Kinder, sie kennen nur Zorn, wünschen sich manchmal, sie wären nie geboren. Viele verzweifelt, sie geben nicht auf. Hör auf die Kinder, sonst stößt du sie aus. Wir hoffen, wir beten, wir brauchen dich sehr. Hast du vergessen, wir hängen an dir. Ich schreck's ein bisschen, weil ich ziemlich den Husten hab. So, also, schicksalhaft kommt Glück auf dich zu. So, dann hoffen wir mal, dass das auch so passiert. Ne? Ja. Das Ganze könnte über Nacht passieren. Neue, ungewöhnliche Wege. Ne? Ja, eventuell der richtige Partner für dich. Ne? Hier habe ich ja die Zwillingsflamme. Dass dein gebrochenes Herz heilen kann. Gott sieht, dass du ein gebrochenes Herz hast. Ne? Es geht darum, dass du endlich mal in die Erfüllung gehst und ins Wachstum. Und diese toxischen Leute, die halten dich ja genau davon ab. Ich hole mal noch eine Karte hier. Namen Gottes, was wollen deine Ahnen dir noch sagen? Ja, nimm den Faden deines Lebens auf, ne? Löse dich aus alten Verstrickungen, eine neue schöpferische Freiheit kündigt sich an, ne? So, das wär's dann mal von mir. Dann wäre ich fertig. Ich freue mich wie immer über ein Like, ein Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, ne? Da kriegst du die Videos auch immer angezeigt. Jo, und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Lasst euch nicht klein kriegen. Lenkt euch mit schönen Sachen ab, mit Kreativität. Ne? Jo. Und betet. Ne? Ja. So, und die Toxischen, die kriegen ihr Karma. Ne? Ja. Wenn man immer nur Schlechtes ausgesät hat, dann kommt das mal irgendwann zurück. Ne? Wie ein Bumerang. Und fliegt denn dann zurück an die Murmel, ne? Da können sie nicht mehr aus dem Weg gehen. Ich sage immer zu den toxischen Leuten, die wo ich so kenne, ne? Da guckt doch jemand anderes zu. Gott guckt auch zu. Weil man hat ja den Eindruck, dass auf unserer Erde so den toxischen so wirklich alles durchgeht, ne? Deswegen gucke ich auch gerne so Krimis wie Bull und Elementary, wo die toxischen und bösen immer gefangen werden, ne? Die meinen ja immer, sie wären schlauer wie das Gute. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so. So, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag.